Eilig hat es Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, als er am Freitag nach Deuchelried bei Wangen gekommen ist. Entsprechend zügig ging auch der offizielle Teil mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt vonstatten. Mit großer Spannung dann wurde seine einstündige Rede von den rund 250 Zuhörern erwartet. Spekuliert wurde im Vorfeld, dass er dabei die Finanzierungszusage zur Elektrifizierung der Bahnstrecke Lindau-München bekannt geben werde. Und tatsächlich äußerte er sich zu diesem Thema gleich zu Beginn. Mit der Eisenbahnstrecke ist es so, da müssen Sie wirklich mit dem Verkehrsminister reden. Weil wir verhandeln zwischen den, natürlich innerhalb der Bundesregierung, wenn wir den Haushalt aufstellen, und dann werden die Ressorts, also die Einzelpläne, festgelegt, so viel gibt es für Bildung und so viel gibt es dafür und so viel gibt es dafür. Und dann machen die das schon selber. Der muss das halt in seinem Etat unterbringen. Ich kann es ja auch nicht zaubern, ich kann es nicht immer drucken. Ne? Damit liegt der schwarze Peter also wieder bei Bundesverkehrsminister Ramsauer. Keine gute Nachrichten für Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, der sich bei seinem Grußwort eine Finanzierungszusage gewünscht hatte. Großes Thema der Rede war Europa und das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung. Lassen Sie uns den Ast nicht absägen, auf dem wir sitzen und an dem übrigens andere auch hängen. Und wenn wir nicht den Euro verteidigen, dann leiden wir selber am meisten darunter, weil wir die größten Vorteile davon haben. Schäuble warb auch darum, dass Politik so gestaltet werden müsse, dass sich die Wirtschaft auf sie verlassen könne. Um weitere Krisen zu vermeiden, solle außerdem auf Fehlanreize verzichtet werden. Wenn wir in der Politik nicht darauf achten, dass die Systeme funktionieren, dann werden die Länder nicht die notwendigen Reformen machen. Deswegen geht es nicht um ein deutsches Europa. Ich höre immer, wir wollen kein deutsches Europa. Nein, ich will kein deutsches Europa. So ein Blödsinn. Ja, furchtbar. Was wir wollen, ist ein Europa, das in der Welt der Globalisierung mithalten kann. Gegenüber anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, gäbe es in Europa deutlich höhere Sozialausgaben, so Schäuble weiter. Beim Thema Neuverschuldung lobte er sich und die Regierung Merkel für eine durchdachte Sparpolitik. Wir haben angefangen die Legislaturperiode mit einer Neuverschuldung im Entwurf des Haushalts von 86,1 Milliarden Euro. Wir werden in diesem Jahr noch irgendwas zwischen 10 und 15 Milliarden Euro, ich weiß nicht genau die Zahlen im Kopf, neue Verschuldung machen. Wir werden im nächsten Jahr noch eine niedere Neuverschuldung haben, aber wir werden kein strukturelles Defizit mehr haben im kommenden Jahr. Und wenn wir einigermaßen Kurs halten, haben wir eine Chance, dass wir 2015 ohne neue Schulden auskommen. Natürlich durfte auch der Wahlkampf beim Besuch Schäubles nicht zu kurz kommen. Die Kritik zielte dabei nach links. Jetzt haben Sie Meinungsumfrage veröffentlicht. Die Mehrheit ist dafür, dass die Besserverdienenden mehr Steuern bezahlen. Ja, meine Damen und Herren, die Meinungsforschung brauche ich nicht. Wer von Ihnen ist Besserverdiener? Das sind doch die anderen. Sie finden nie Besserverdiener, das sind immer die anderen, nicht? Kritik übte Wolfgang Schäuble an der Opposition auch beim Thema Umweltschutz. In der Wärmedämmung von Häusern sieht er die größten Energiesparpotenziale. Wir wollten steuerliche Möglichkeit machen, dass die Leute, wenn sie in ihre Häuser in Wärmedämmung investieren, besser das abschreiben können. Es ist im Bundesrat gescheitert. Es ist im Bundesrat, ist die Wahrheit, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Stehenden Applaus für Wolfgang Schäuble dann am Ende der Veranstaltung. Der Wahlkampf nimmt also Fahrt auf. Ob das auch bald für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Lindau-München gilt, konnte an diesem Nachmittag nicht geklärt werden.